خلينا نروح الأول للمؤتمر الصحفي بعد المباراة ونشوف مستر كولر قال إيه. كان ماتش صعب بالنسبة لنا. كنا عارفين إنه هيبقى ماتش صعب علينا. بدأنا الماتش كويس، جبنا ضربة جزاء في الأول خالص وبعدين جبنا جون تاني وبقى 2-0 والأمور المفروض تبقى أسهل. Ist der Gegner leider zurückgekommen auch mit vor der Halbzeit noch mit einem Gegentor. لكن للأسف بقول للأسف طبعا المنافس قدر ان هو يرجع ويجيب جون في اخر الشوط الاولاني يرجعه للمباراه تاني. Für uns war dass wir den Sieg retten, dass wir das über die Runden bringen und ja, natürlich auch nicht allzu viel Kraft brauchen, weil am nächsten Samstag ist dann natürlich das Topspiel, wo wir hundertprozentig Leistung bringen müssen. وكان مهم بالنسبه لنا وانا سعيد بدا ان احنا قدرنا ننقذ الفوز بتاعنا باقل مجهود ممكن. كان مهم جدا ان احنا نوفر طاقتنا في ماتش النهارده قدر الامكان عشان عندنا ماتش يوم السبت، ماتش كبير جدا، ماتش صعب جدا وعايز مننا كل حاجه. وعشان كده احنا سعداء بالفوز وبالثلاث نقاط. Coach, mabruk ala al-fuz an-nahda. Ich gratuliere für den in dem Weg dann auf die Meisterschaft. Wir haben im Spiel gesehen, dass in Ahli dann sehr viele lange Bälle gespielt haben und die Abwehrspieler oder Verteidigung von Maulin hat oder konnte dann die konnte diese lange Bälle konnte diese Bälle, lange Bälle dann unter Kontrolle bringen und da war das dann eine Anweisung dann vom Coach, dass sie die Länge Bälle spielen oder waren das dann von Spielern individuell die Entscheidung dann für diese lange Bälle? Und die zweite Frage dann der Auswechsel von Marwan, dann war es dann aus medizinischer Sicht oder medizinischer Grund oder technisch, taktisch? Ja. Ja, also lange Bälle, wir wollten natürlich, oder wir möchten auch gerne lange Bälle drin haben, nicht nur, aber es ist auf diesem Platz auch schwierig, wirklich technisch hochstehen, am Boden spielende Bälle zu spielen, weil er halt nicht sehr eben ist. Und das macht das technische Fußball schwierig. بالنسبه للكره الطويله مطلوبه مع الكره، مش هي ما بتلعبش بس على الارض، ممكن من حين لاخر تلعب كره طويله. Wir wollten auch natürlich lange Bälle spielen, wenn das möglich ist, aber nicht auf die Köpfe der gegnerischen Verteidiger, sondern dass sie hinter der Abwehr runterkommen. طبعا عايزين اما كره طويله تتلعب عند الضروره، ما تنزلش عند راس مدافعين الخصم ولكن تبقى توصل لظهر المدافعين. ده كان الغرض لو الكره الطويله اتلعب. Jetzt kann man sagen, okay, die gegnerischen Verteidiger haben das gut verteidigt oder wir haben es nicht, wir haben es zu wenig lange gespielt oder zu wenig, dass sie hinter der Verteidigung. وهنا في حاجتين، يا اما مدافعين المنافس كانوا كويسين جدا فبيقدروا يقطعوا الكور دي بشكل كويس، او لعبتنا ما كانتش قادره توصل الكوره للمنطقه اللي المفروض الكوره توصل لها بالقدر الكافي. Marwan? Und Marwan, ja, ich wollte da einen Wechsel machen, weil es mir zu hektisch war und er nicht jetzt irgendwie da viel Ruhe reingebracht hat und darum habe ich dann den Wechsel gemacht. كنت عايز اعمل تغيير عشان خاطر كنت عايز هدوء شويه بالكوره ونكون نسيطر على الكوره اكتر شويه، تحس ان في تسرع منه شويه، كنت عايز حد يكون يقف على الكوره اكتر او يكون اهدى والكرة معانا. Ich gratuliere dann für den Sieg dann in einem schwierigen Spiel, dann in auch schwierige Umstände. Viele ganz wichtige Spiel am Samstag. Das Tor ist فتكرار الهدف ده هل هو يعني هيتكلم مع اللعيبه فيه ولا او سببه ايه من وجهه نظري؟ Aber es ist dann in diesem Spiel dann auch wieder das Gegentor, also so, wenn, was wir bekommen hatten, dann ist er fast eine Kopie dann von dem Tor dann gegen Sundowns. Das heißt dann ein Ball dann von, also an, eine Flanke und dann keiner hat dann von der anderen Seite dann die Abdeckung gemacht.
النقطة الثانية، هل التفكير في مباراة صن داونز السبت Das zweite Punkt ist, أثر على تفكير اللعيبة النهاردة أو على أعضاء القوة نفسها للمباراة؟ Dass die Spieler dann mental dann oder über die Gedanken machen über das Spiel am Samstag hat die Leistung heute beeinflusst? Ja, also ist natürlich auch möglich, dass Gegner auch Tore schießen. Ne? Also grundsätzlich denke ich, können wir das auch besser verteidigen. Also auf der einen Seite ist außen, dass wir einen Block machen, ne? Das ist uns nicht gelungen. Auf der anderen Seite natürlich auch die defensive Kopfballabwehr oder ja, das Verteidigen, dass das nicht optimal war. Das ist eigentlich meistens so, wenn man Gegentore bekommt. بالنسبة للموضوع الهدف الأكيد المنافسين ممكن يجيبوا أهداف، يعني ده بيحصل في أي حتة، لكن الكرة كان فيها أخطاء كتير، كان فيها خطأ أولاني من عدم بالسماح بالعرضية، عمل بلوك للكرة من الأول بشكل كافي عشان ما تتلعبش من الأساس، وبعدين كان فيها خطأ في التعامل مع الكرة العالية، ده خطأ تاني. طبعا كنا ممكن نتعامل مع الكرة دي دفاعيا أحسن من كده كتير. Ob die Gedanken das Spiel beeinflusst haben oder das Spiel vom Samstag die Gedanken beeinflusst haben, kann ich nicht beurteilen. Also ist schwierig, weil ich habe jetzt nicht jeden Spieler gefragt, ob das der Fall ist. Aber wenn man weiß, wie wir eigentlich spielen können und dass wir besser spielen können und dass wir aktiver sein können auch, kann man das vielleicht ein bisschen annehmen. ما اقدرش بالنسبه للموضوع تفكير اللعيبه في ماتش يوم السبت، ما اقدرش احكم على ده لان انا ما سالتش كل لعيب وما دخلتش جواه وما اقدرش اعرف بيفكر في ايه. لكن بالنظر للقدرات اللي احنا ممكن نعملها وان احنا ممكن نتحرك احسن، كورتنا تبقى احسن، ممكن الواحد يروح في التفكير ده. اولا ببارك لك على البوست. احنا شفنا الماتش اللي فات الاهلي استقبل هدف في الدقائق الاخيره. هل تغيير رامي ربيعة النهارده كان هدف منها تفادي تكرار السيناريو ده؟ Wir haben gesehen, dass der الاهلي dann in dem nächsten letzten Spiel dann المباراه الاخيره قصدي قبل الاخيره الداخليه in der Meisterschaft hat dann Tor bekommen dann in den letzten Minuten war das Auswechsel von Rami oder Rami reinzuschicken dann der Grund dafür, dass man das verhindern wollte. Ja, klar, und weil natürlich jetzt auch Mokolum dann mit langen Bällen und am Schluss noch Freistöße, Eckbälle, alle großen, die haben ja auch große und kopfstarke Spieler, dass die nach vorne gebracht haben. Und dann ist Remi sicher einer, der da mit seiner Kopfstärke dazu beitragen kann, dass wir kein Tor bekommen. بالتأكيد بالذات كمان المقاولين جه في الآخر بدأ إن هو ياخد يحاول يحصل على ضربات ركنية عندهم أطوال عندهم لعيبة كتير طويلة فكان رامي حل بالنسبه لي وخصوصا ان هو بيلعب بدماغه كويس ان انا انزله ويقفل المنطقه دي ويقدر ان هو يامنها في دفاعيا في الوقت ده من المباراه. بس في حاجه مبروك النهارده على الكاتولي غدا في لنزيك. مباراة سان داونز اللي جاية طبعا صعبة، شفنا الأهلي مباراة القطن الكاميروني ومباراة النهاردة بيقدر إن هو بيبدأ التسجيل سريعا وبتسهل الأمور، فهل دي كانت تكتيكات حضرتك مع اللاعبين وبالحديث معاهم؟ والنقطة الثانية حضرتك علقت على أرضية استاد السلام، هل دي هتكون آخر مباراة للأهلي على الاستاد وهي الاستاد القاهرة بعد البطولة؟ Zwei Fragen. Also Sie haben ein wichtiges Spiel dann am Samstag gegen Sundowns. Jetzt die Frage Sorry, Aulani, kann ich da nicht? Dass die jetzt zum zweiten Spiel in Folge ein Tor in den ersten Minuten schießen. Ist dann Anweisungen vom Coach, also von dem Staff. Und die zweite Frage über den Salem Stadium. Sie haben beschwert sich dann über den Platz hier. Wird das heutige Spiel, das letzte Spiel für Al-Ahli dann auf diesem Platz diese Saison? Weiß ich nicht. Ja, ist es so. Hm? Ist das so? Eigentlich schon. Ah, ja. Das wissen wir noch nicht. Aber wir hoffen, oder? Ja. بالنسبة للسؤال بتاع السلام بنتمنى ان شاء الله يعني يتم، ما عنديش معلومة مؤكدة لكن ان شاء الله بإذن الله. يعني الإدارة Und der erste, also erste Teil der Frage über die Tore in den ersten Minuten? Wir sagen, wenn der Schiedsrichter anpfeift, geht's los.
بقول للعيبه ان الماتش بيبدا اول ما الحكم يصفر الماتش بيبدا، واول ما الحكم يصفر نهايه المباراه الماتش بيخلص، وعندكم الوقت اللي بين الصفرتين تجيبوا فيه جوان. Und wenn Sie jedes Mal denken, okay, wir schießen gleich am Anfang eins, ist das gut. Oder haben wir verkriegen, nur haben wir gibu gun awel diya, haja koisa. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn Sie ganz zum Schluss machen. Bis dann, man dich, haja dud, nur haben wir gibu gun für echte diya bardo. Ich gratuliere dann für den Sieg. Ich würde gerne den, über die verletzten Spieler wissen, dann vor dem Spiel gegen Sundowns gefährdeten Spieler, von den verletzten Spielern zurückkommen, oder? Das ist noch offen, also wir werden morgen nochmals testen und fliegen ja dann morgen auch. لسه ما نعرفش قوي، احنا عندنا بكره هنعمل تيستات اختبارات لبعض اللعيبه ومسافرين بكره ان شاء الله على طول، قبل السفر هنعمل اختبار نهائي للعيبه المصابين. كمان ما اعرفش اللعيبه اللي لعبت النهارده لو لا قدر الله في اي حاجه كمان هتتضاف على قائمه المصابين ولا لا، كل ده هنشوفه بكره ان شاء الله. بكره ان شاء الله.